In Rostock hat jetzt ein deutschlandweit einzigartiges Long-Covid-Institut eröffnet. Patienten werden dort über den Umgang mit der Erkrankung und mögliche Behandlungen informiert. Initiatorin ist die Lungenfachärztin Dr. Jördis Frommholt. Wichtig ist, dass wir den Betroffenen von Long-Covid einen roten Faden geben können, dass wir schauen, welche Befunde liegen vielleicht schon vor und was können wir aber auch an therapeutischen Möglichkeiten anbieten, weil es ist eben, selbst wenn wir jetzt noch kein wirkliches Medikament gegen Long-Covid haben, so haben wir doch Möglichkeiten der Symptomlinderung und das auch nicht nur für die Menschen in MV, sondern letztendlich bundesweit via Telemedizin zu vermitteln, das ist eine Hauptaufgabe des Instituts. Ähnliche Strukturen im Gesundheitssystem Deutschlands existieren noch nicht. Das heißt, das Long-Covid-Institut ist auf die Zusammenarbeit mit den Universitäten angewiesen, aber auch auf die Unterstützung der Politik und der Kostenträger. Natürlich wird das finanzielle Unterstützung sein, weil irgendwoher müssen ja die Gelder kommen, um so ein Institut am Leben zu erhalten. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch organisatorisch und vor allem auch wissenschaftlichen Backup, weil wenn wir neue Strukturen etablieren, sollte das auch mit Versorgungsstudien einhergehen. Bisher finanziert sich das Long-Covid-Institut aus privaten Mitteln. Aber das Land Mecklenburg-Vorpommern plant aktuell auch eine Unterstützung. An die Einrichtung kann sich im Prinzip jeder wenden, allerdings gibt es noch keine kassenärztliche Zulassung. Sie steht also nur Privatpatienten und Selbstzahlern offen. Es gibt Menschen, die von der Corona-Pandemie ganz besonders betroffen sind. Long-Covid ist laut Experten eine Volkskrankheit, die noch wenig erforscht ist. Es gibt bis zu 200 verschiedene Symptome. Entweder bleiben diese nach der Corona-Erkrankung bestehen oder entwickeln sich erst nach einigen Monaten. Teilweise sind auch schon schwere und nachhaltige Organschäden festgestellt worden. Geschätzt gibt es Zehntausende Long-Covid-Betroffene allein in Mecklenburg-Vorpommern und bis zu 3 Millionen in Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht europaweit von rund 17 Millionen Betroffenen aus. Die Dunkelziffer ist hoch.